Lana, Sitz der Bär Martech, einem Unternehmen, das 24 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt und sich auf die Entwicklung und Herstellung von technischen Komponenten, Maschinen und Fahrzeugen spezialisiert hat. Hier fand das erste einer Reihe von Treffen der Zukunftswerkstatt Südtirol 2016 statt, die von der Handelskammer Bozen jährlich organisiert wird. Zentrales Thema der Veranstaltung war die Rolle der Digitalisierung, vor allem in Betracht der kleinen und mittleren Unternehmen in Südtirol im Vergleich zu den internationalen Playern. Die Zukunftswerkstatt 2016 findet zum Thema der digitalen Welt statt, und zwar in Lana, in Klausen, in Bruneck und in Bozen. Die Handelskammer Bozen und das WIFO möchten gemeinsam den Unternehmen und Unternehmern, den Managerinnen und Managern unseres Landes, Best-Practice-Beispiele von anderen Unternehmungen aus anderen Ländern oder anderen Kontinenten aufzeigen, um so der digitalen Herausforderung besser begegnen zu können. Katja Hutter, Professorin an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, berichtete über Chancen und Gefahren der digitalen Vernetzung. Wie werden Geschäftsmodelle der Unternehmen von der Digitalisierung verändert? Welchen Einfluss haben neue Technologien auf bestehende Geschäftsideen? Für Südtiroler Unternehmen ist die Frage der Digitalisierung von größter Bedeutung. Das Internet der Dinge oder die Digitalisierung, das hat viele Geschäftsmodelle verändert. Wir verwenden es beruflich als auch privat. Es werden unsere Geschäftsabläufe geändert. Auch kleine Unternehmen stehen vor dieser Herausforderung, hier im Bereich der Digitalisierung neue Produkte, Dienstleistungen als auch neue Geschäftsmodelle auf den Markt zu bringen. Ich glaube, gerade die kleinen Unternehmen haben die Möglichkeit, durch ihre Flexibilität, durch ihre schnelle Art und Weise dort im Bereich der Digitalisierung zu punkten. Bernhard Pfattner, Geschäftsführer und Mitinhaber der Bär Martech GmbH, hat von der Erfahrung in seinem Betrieb erzählt. Die Digitalisierung vereinfacht den Zugang zu Informationen, beschleunigt Unternehmensprozesse und ermöglicht die Erschließung neuer Märkte weltweit. Die Digitalisierung für uns ist sehr wichtig, um schnell am Markt zu reagieren, auch Produkte, die schon bestehenden, zu finden. Man muss viel weniger oft den Betrieb verlassen, um auf Messen zu gehen, Informationen zu bekommen. Und so haben wir in relativ kurzer Zeit viel interessante Informationen, neue Produkte, um das eigene Produkt optimal zu entwickeln und dann auch zu verbessern. Rein die Digitalisierung mit anderen Betrieben finde ich auch sehr gut. Also ein einfaches Beispiel ist auch unser 3D-Drucker, wo wir praktisch die Zeichnungen bekommen, können Angebote machen, das Teil wird ausgedruckt, kann dann versendet werden, und das finde ich schon ein Teil von einer Digitalisierung im Prozessablauf. Die Experten der Handelskammer Bozen haben keine Zweifel. Der Trend geht Richtung digitales Unternehmen. Der Digitalisierungsprozess betrifft alle, egal wie groß das Unternehmen ist. Empfehlungen im Bereich der Digitalisierung für Unternehmen: vielleicht von den Großen etwas abzuschauen, was die dort machen, vielleicht das Ganze nicht alleine zu machen, sich mit anderen zusammenzuschließen, zu kooperieren und hier vielleicht auch gerade die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung des Plattformsgeschäftes zu nutzen, und das können auch die Kleinen mit wenigen Aufwand, mit minimalen Beträgen auch verwenden und hier neue Möglichkeiten, neue Chancen nutzen. Die Zukunftswerkstatt Südtirol findet jährlich statt und hat den Zweck, wichtige Herausforderungen für die Zukunft Südtirols zu erkennen und zu diskutieren. Dazu treffen sich lokale Entscheidungsträger, Experten und Expertinnen zum gemeinsamen Gedankenaustausch.